Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich wollte euch ja dieses Mal was von Pichel erzählen. Schloss Pichel in der Nähe von Augsburg. Das war damals eine Therapiestelle. 1999 war das, wo ich dort war. Lange Zeit davor war das auch von Kontrops, die eine Außenstelle für Therapien eben, für Männer und Frauen. Und ja, so ähnlich wie Daytop, auch Psychotherapie mit viel Reden und just die vielen Regeln und so weiter, Regelwerke und Konsequenzen und tralala. Als ich da in Bernau gesessen bin und meine damalige Verlobte hat mich da besucht, ja, haben wir darüber geredet, wenn ich rauskomme, also ich habe nicht mit Therapie geplant, dass wenn ich rauskomme, dass man halt dann nochmal, wenn sie nicht schaffen sollte, clean zu bleiben, wir nochmal Therapie machen und ob sie mir Peace mitbringt und so, dann hat sie mir auch ein Stück Hasch mitgebracht beim zweiten Mal, wo sie mich besucht hat. Und da sah sie aber auch schon wieder ganz schlecht aus und dann hat sie einen neuen Typen am Start gehabt. Und das war aber nur eine Bettgeschichte, meinte sie, und ich soll mir keine Sorgen machen und bla bla bla. Und sie hätte jemanden neuen kennengelernt, neue Connection. Ich habe sie gebeten, hey, nee, bitte versuch's mit den Substituten. Ich habe ihr meinen Arzt vermittelt gehabt, vorher schon, bevor ich im Gefängnis war, damit sie sich dort ein Codein oder was verschreiben lassen kann, damit sie halt nicht so draufkommt, so krass. Und ich habe sie überredet zu Tramal, damit sie halt nicht so extrem Entzüge hat. Ja, aber anscheinend war es halt dann so, dass sie jemanden kennengelernt hat, der eine gute Schore hat. Und dann hat sie, obwohl sie schon Opiate genommen hat, Tabletten genommen hat, sich einen Bommel geholt. Und anscheinend wollte sie mir was mitbringen, weil sie hat einen Brief noch geschrieben, den ich nie bekommen habe. Den hat mir dann der Polizist ein bisschen was davon erzählt. Und der wollte immer wissen, wer der Herbert ist. Ich habe es ihm nicht erzählt, weil er so ein Arschloch war und versucht hat, einen Keil zwischen mich und meiner verstorbenen Verlobten zu treiben, weil er gesagt hat, die hat da miteinander gezügelt. Weißt du? Aber ich hab ihm nicht gesagt, dass das Heroin ist. Dass das unser Codewort war. Der Herbert war natürlich, wenn ich zu ihr geschrieben habe, kannst du den Herbert mit zum Besuch bringen, dann wusste sie genau, dass ich wollte, dass sie mir Schore mitbringt. Und die anderen, die den Brief querlesen, haben gemeint, ich möchte, dass sie mir meinen Cousin oder irgendjemanden mitbringt, der Herbert heißt. Auf den Trichter sind sie aber nicht mehr gekommen, weil die Post war ja dann. Und ihr Vater hat sie dann gefunden mit einer Überdosis. Da war sie schon länger, da war sie schon steif. Sie lag da in unserem Bad. Und das. Ihre beste Freundin und ein guter Freund von mir, damals guter Freund von mir, der Alex, sind halt mich besuchen gekommen. Ich habe schon komisch gefühlt gehabt, weil da halt nicht meine Freundin dabei ist. Ja. Und dann sagt sie mir das halt, dass sie eine Überdosis gehabt hat. Und da war es halt ein bisschen wie Nebel im Kopf. Ich kann mich dann nicht mehr so richtig dran erinnern, ich bin nur richtig zusammengebrochen. Ja, das weiß ich nur. Und dass ich dann meinen ganzen Kaffee gesammelt habe, was ich in den nächsten Zeiten in Geschäften machen habe können, also Kaffeegläser und Tabak, um mir bei den Russen eine gescheite Schore zu holen, um mir Überdosis zu machen. Das war der Plan. Das war aber nicht genug. Die haben mich halt abgezockt. Die haben halt nicht genug. Die haben es anscheinend geahnt, was ich vorhabe, und haben mir halt da gestrecktes Zeug gegeben. Und es hat mir halt eigentlich eher wieder Lebenslust. Es ist schwer zu erklären, weil das Endorphin, was da im Kopf von mir dann drin war, hat dann ja mir plötzlich wieder Sachen vor Augen geführt, und mir ging es dann halt gut. Statt tot ging es mir einfach bloß gut. Ja. Und in der Zeit habe ich halt neuen Lebensmut dann auch gefunden und mich entschieden, Therapie zu machen. Ja, dann habe ich halt den Anwalt angeschrieben, der zufällig der Vorsitzende von Kontrops ist, also der oberste Chef von einer Drogenberatung. Der oberste Chef.
Und dann sagt er zu mir, nee, es hat keinen Sinn, es ist viel zu früh und die würden mich nicht lassen. Dann habe ich gedacht, du Arsch, dann mache ich es halt selber. Und ja, dann habe ich halt die Anträge gestellt. Und da habe ich auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, wo der eine Richter mir halt aus Starnberg, der mir da versucht hat, Steine in den Weg zu legen. Da ist halt dann die Reihenfolge der Strafe, das wird da alles nicht gesagt, weißt du, musst dich halt extra umdrehen lassen, damit ich dann meine Geldstrafen abgesessen habe und eine Bewährung, damit die weg ist, damit ich genug runter bin, um den Rest auf Bewährung aussetzen lassen zu können und Therapie statt Strafe, also 3536 BTMG, Paragraph 3536 anzuwenden. Und dann hat der erst einmal, nö, geht nicht, weil die Strafe hier ist nicht rückstellungsfähig. Also wie bitte? In dem Urteil steht es doch drin. Das muss man aber alles schriftlich machen. Ja? Im Urteil steht doch drin, dass ich Hasch verkauft habe, um mir meine Heroinsucht finanzieren zu können. Und nicht andersrum, verstehst du? Also ich habe das Kinderkram verkauft, um mir was Echtes zu... Nein, ich habe natürlich Hasch verkauft, das ist auch kein Kinderkram. Im Gefängnis haben sie immer Kinderdroge gesagt dazu. Und ja, ich hätte es ja auch gar nicht gebraucht. Hätte ich nicht die Bewährungsauflage gehabt mit den Urinkontrollen, dann hätte ich Cannabis konsumieren können und hätte nicht Opiate konsumiert und Alkohol und alles Mögliche, was schneller rausgeht, wenn sie mich kontrollieren. Weil ja mit der Bewährungsauflage dann plötzlich der Konsum ja auch bestraft wird oder unter Strafe gestellt wird. Ne? Das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle habe ich dann die Strafen umwandeln können, habe alles rückstellungsfähig bekommen, aber gleichzeitig mich ja schon um Therapie bemüht. Jetzt gab es da in der JVA Bernau keinen Drogenberater mehr. Der hatte noch eine einzige Stunde. Da hat er mich dann auch kommen lassen. Also ich habe ihn beantragt, dass ich da hin darf. Und sagt er, ja, schön, dass du jetzt da bist, aber ich höre auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache was anderes und es gibt keinen Nachfolger. Und somit kann man dich von der JVA Bernau aus nicht irgendwo hinfahren. Du musst dich selber drum kümmern. Also ich Condrops angeschrieben, meinen Drogenberater, den ich hatte. Ich war zufällig sein erster Kandidat damals. Und der arbeitet auch immer noch da, Stefan. ja, jetzt ist es so, dass der gesagt hat, ja, sorry, Ernst, ich habe dich, jetzt hat er mich ja schon ein paar Mal Besuch gehabt. Er kann aber zu dem Zeitraum nicht, weil er nicht da ist. Er hat einen Urlaub. So, ganz klar. Aber Kollegen kann aber auch keinen vermitteln, weil es halt Personaldecke und Geld finanzieren ist halt scheiße blöd. Aber es gäbe die Option, dass sie mich von Eichach abholen. JVA Eichach. Das ist ganz in der Nähe da. Ist halt, im Umkreis von Augsburg. Ja. Und das ist ein Jugendgefängnis und Frauengefängnis. Oder andersrum, ein Frauen- und Jugendgefängnis. Und ja, das ist nicht weit weg und die könnten mich von dort abholen. Also von Pichl. So, ich Pichl angeschrieben und alles in die Wege geleitet und so. Und dann haben sie mich verschubt. Ich bin in Eichach, habe meine ganzen privaten Klamotten wieder gekriegt, habe erst mal einen Aufleger geraucht, den ich noch da gefunden habe in meiner Tasche. Und ja, warte und warte und warte. Und dann plötzlich kommt der Beamte und sagt, ich soll zur Drogenberatung im Haus kommen. Die hatten auch welche. Ich komme halt dahin und sagt mir die, ja, sorry, die können mich leider nicht abholen. Und sie dürfen mich auch nicht länger behalten. Und ob ich einverstanden bin, dass sie mich dann dahin fährt. Also, ja, logisch, hey, los, komm, auf geht's. Weil es ist so, dass der Haftbefehl ja dann außer Vollzug gesetzt wird in dem Stichtag. Wo das passieren muss, müssen die einen auch gehen lassen, weil sonst machen sie sich ja selber strafbar wegen Freiheitsberaubung. Also, die Frau habe ich nach Pichl gefahren und ich hatte noch so einen Anhänger mit einem Pentagramm drauf. Das war aus Marmor und auf der Rückseite war Purpfeife. Also war einfach nur so ein Loch und Querloch. Damit halt einfach, und den habe ich weggeschmissen, damit man die dort auch beim Filzen nichts finden. Und das war dann die große Überraschung, als ich in Pichl angekommen bin. Es gab keine Regeln mehr. Nur noch ein paar, das waren halt die Kardinalsregeln,
keine Rauschmittel, keine Drogen, kein Alkohol, nichts. Man darf das Gelände alleine nicht verlassen. Und die dritte war keine Gewalt und keine Gewaltandrohung, sonst Rausflug. Das ist normal. Das sind ja die normalen Regeln für eine Therapie. Die Kardinalsregeln, Grundregeln, wie du es nehmen willst. Es gab auch keine Konsequenzen mehr. Ja, bei Daytop war es ja so, wenn du irgendeinen Regelverstoß begangen hast, dann ist es aufgekommen, dann hattest du eine Konsequenz zu tragen. Um eben, der Hintergrund war, damit du halt lernst, jedes Handeln hat, trägt, macht Folgen, hat Konsequenzen. Es gibt nichts, was einfach so passiert, sondern ja, wenn ich einen Kaffee runterwerfe, dann gibt es halt einen Fleck. Und wenn es den Fleck nicht mehr rauskriegt, gibt es halt Ärger. Das sind halt alles so Ketten, ne? Kausalitäten. Und das haben wir halt anscheinend nicht gewusst, das Junkies. Ich weiß nicht warum, aber das war halt damals bei denen so wichtig. Bei Pichel gar nicht. Du hattest auch keine Kontaktsperre. Ne? Du konntest vom ersten Tag an nach draußen telefonieren, Briefe schicken, alles Mögliche. Die Briefe, die wurden nicht kontrolliert, gar nichts. Wir haben natürlich auf uns selber aufgepasst. Das heißt, klar wurde Spritze gefunden in der Zeit, wo ich da war, sogar befüllte Spritze. Und dann gab es auch ein Sonderplenum und alles Mögliche drum und dran. Und das ging da auch genauso ab, diese Konfrontationen. Ja, das ist schon wichtig gewesen, dass man halt jemanden auch mal die Meinung geigen kann, ja? Und der andere nimmt die an, obwohl er weiß, dass du auch nicht besser bist. Wie das normale Leben halt so ist. Ich meine, wir sind doch alle so, oder? Wir zeigen gerne den Finger auf andere, aber kehren nicht so gerne vor der eigenen Tür. Obwohl ich mittlerweile gelernt habe, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man selber mal ein bisschen weggekehrt hat. Aber ja, das ist halt menschlich, denke ich mir. Und so war es halt dann, dass ich da mit den Therapeuten mich ganz offen unterhalten habe und gesagt habe, ja, wo meine Probleme liegen, habe ich erkannt und hin und her und habe halt Therapiegespräche geführt mit denen und wir sind zum Schluss gekommen, 4 Monate reichen und eine Nachsorge wäre dringend notwendig und ganz gut, wenn es eben nicht wieder zurückgeht nach Bayern. Und jetzt kommen wir wieder zu der politischen Lage. Tatsächlich ist es das so, dass man früher gesagt hat, weit weg und dann plötzlich wollten sie es im eigenen Land halten. Warum? Weil die Rentenversicherungsträger ja die Therapien bezahlen. Und wenn du aber weggehst, dann zahlen die nicht fürs eigene Bundesland. Weil wenn du wieder arbeitest, zahlst du ja Beiträge. Aber nicht in dem Bundesland, sondern in dem anderen. Und deswegen haben sie gesagt, nein, der muss im eigenen Bundesland bleiben, weil ich möchte das Geld ja danach wieder haben. Jetzt musst du da wieder einen Antrag stellen und gut begründen, warum und wieso, dass du nicht zurückgehst. Damals musste ich bei Daytop musste ich begründen, warum ich meine Therapie in Bayern machen will. Jetzt musste ich begründen, warum ich nicht mehr zurück will nach Bayern. Ja, Fakt ist, sie haben mich dabei richtig gut unterstützt. Nach 3 Monaten durfte ich das erste Mal nach Berlin fahren, mir die Nachsorgeeinrichtung anschauen. Und da haben wir dann auch besprochen, wie das funktionieren kann. Die Kostenübernahme dann in Berlin, weil das zahlt kein Rentenversicherungsträger. Die Nachsorge zahlen sie nicht. Also habe ich mich bei meiner heutigen Partnerin schon angemeldet in Berlin. Die letzten Wochen, bevor ich umgezogen bin, so war Berlin-Neukölln für mich zuständig. Und dann konnte ich da aufs Sozialamt gehen und habe da nachgefragt, ob die mir die Nachsorge zahlen und übernehmen. Da hat sie natürlich gefragt, warum sind sie denn jetzt hier gemeldet? Sie waren auch vorher da in Pichl gemeldet. Und ja, das ist die Therapieeinrichtung. Da muss man sich anmelden, wenn man dort Therapie macht. Und wenn man zurückkommt, dann meldet man sich halt dann wieder woanders an. Und das hat die mir halt dann abgenommen, hat das dann auch bezahlt. Und dann habe ich die Nachsorge gemacht. Da bin ich Dezember 99 eingezogen. Silvester habe ich ja auch schon mal erzählt. Silvester habe ich dann feiern können mit Alkohol, weil haben die nicht kontrolliert, weil sie gesagt haben, hey, Jahrtausendwechsel, da kontrollieren wir nicht. Dann bin ich auch ganz schnell in eine WG reingekommen. Da musste man sich immer bewerben. Die waren erst gegen mich. Ja, zwei Frauen haben halt da schon so versucht zu sticheln, aber als ich dann erzählt habe, ich war in Friedberg, war es sofort wieder okay, weil die waren nach mir dort und ich kam ja gerade vom Pichel, aber die waren nach mir da und kannten noch einige Therapeuten, die ich auch gekannt habe und aufgrund dessen mochten sie mich plötzlich und konnte ich da einziehen. Ja, durfte ich da wohnen.
Die haben da auch selber nicht mehr lang gewohnt und da war ich ganz schnell der Älteste aus der WG. Und ich gebe es auch zu, ich habe da drinnen einen Rückfall gehabt, aber das hat keiner erfahren. Das habe ich das war heute zum ersten Mal, erzähle ich das, dass mir das passiert ist. Aber der war nicht groß, war nicht viel und ich weiß auch nicht warum. Das war irgendeine Reflexhandlung und ich habe es halt dann auch sofort bereut und nie wieder danach wollte ich es machen, bis auf diesen einen Rückfall, wo ich einmal hatte, nochmal in 2003 oder sowas. Und seitdem nichts mehr. Es ist auch nicht so anziehend für mich, wenn ich sehe, wie schlecht den Leuten es geht, die hier in der offenen Szene rumlaufen. Ich sehe es doch. Ich sehe, dass es denen richtig scheiße geht. Ich sehe, wie drauf das die sind. Ja? Und ich weiß, was die fühlen und wie es denen geht. Mir ging es ja ganz genau. Also, das Zeug hier ist so hardcore rein, sage ich jetzt mal, dass man sehr schnell als nichts bedarf da oder jemand, der es noch nie gemacht hat, davon abhängig werden kann, weil das Suchtpotenzial schon so hoch ist und das Zeug nicht gestreckt ist. Dadurch geht es halt ganz schnell, bist du da drin. Und wenn du dann ein Scheißzeug erwischt, hey, dann wirst du halt gierig und dann geht es Kreislauf los. Und deswegen ist es besser, da die Finger wegzulassen. Komplett von Anfang an zu sagen, nee, hey, besser ist es, lass meine Finger von diesen Sachen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es da wirklich so ein Rezept gäbe, was man tun kann, damit überhaupt niemand damit anfängt, weil so funktioniert es halt nicht. Dran kleben bleiben natürlich die Menschen, die eher irgendwelche Probleme haben, die sie damit wegmachen können oder es benutzen als Krücke, so wie Leute Speed nehmen, damit sie besser arbeiten können oder Koks, wenn sie damit sie besser arbeiten können. Das sind diese leistungssteigernden Sachen. Ich kenne viele aus der Gastronomie, die auf Koks waren. Ja, Köche, Bedienungen, alles Mögliche, querbeet Anwälte, die gekokst haben. Ja. Weißt du? Braucht mir keiner erzählen, dass es nicht menschlich ist. Das ist halt bloß dieses Verbot ist so unmenschlich. Ja, klar, noch einmal, ich bin nicht dafür, dass man es einfach so im Supermarkt kaufen kann. Egal welche Substanzen, auch der Alkohol und Zigaretten sollten da raus. Ja. Weil man nicht aufgeklärt wird. Ja. Die scheiß Zigaretten, wo ich angefangen habe, hey, da war ich, weiß ich nicht, ein Kind, die ersten Züge. Und als ich richtig geraucht habe, so mit 15, 16, da habe ich doch keiner aufgeklärt. Niemand hat gesagt, hey, wenn Sie das jetzt kaufen, gell, das macht Sie abhängig, das macht Sie süchtig. Seien Sie vorsichtig. Und beim Alkohol sagt es halt auch keiner. Ja, ich stehe heute schon und langsam, langsam fängt man an damit, dass man da auch verantwortungsvolles Trinken. Ey, man kann sie nicht verantwortungsvoll berauschen, oder? Oder doch? Wenn man das beim Alkohol kann, dann kann man das doch mit anderen Sachen auch. Wenn man aufgeklärt ist, wenn man weiß, beim Schnaps weiß ich ganz genau, wie viel Prozent das der hat. Wenn ich mir ein Pack irgendwo kaufen würde, weiß ich nicht, wie viel Prozent das hat. Da weiß ich nur, fühlt sich ungefähr so an, die Farbe riecht so, passt schon. Das war's aber auch. Weißt du? Deswegen hätte ich ja beinahe mal diese Überdosis damals gehabt, wo ich mir, habe ich ja schon mal erzählt, ich habe einen Bommel gefunden und hätte mir beinahe das Leben gekostet, weil ich so blöd war. Macht es bloß nicht so einen Schmarrn. Ey. Ja, nochmal zu den Therapien. Also, wie gesagt, da ich mich damals entschlossen habe, ich höre auf, war nur noch die Nachsorge wichtig für mich und nicht mehr Verhältnis zum Vater oder zur Mutter oder zu den Geschwistern oder zu allen möglichen. Natürlich fällt mir heute das ein oder andere ein oder auf, wo ich mir denke, vielleicht hat das was damit zu tun gehabt. Aber umso weiter ich zurückgehe, umso eher ist die Erinnerung feiernde Erwachsene mit Alkohol und Rauchen, also Nikotin. Ja? Die zwei Sachen, die drei Sachen, die habe ich in meinem Kopf so zusammengebracht gehabt, als kleines Kind schon. Also 4, 5. Und mit 5 Jahren habe ich ja schon meinen ersten Rausch gehabt mit Alkohol, weil ich was Bier getrunken habe, ich habe Durst gehabt, ich wusste nicht, was passiert und dann war ich besoffen. Danach wusste ich, was passiert, wenn man Bier trinkt oder Alkohol trinkt. Und ja, es kam halt immer wieder mal vor auch. Ich war zwar kein Alkoholiker im klassischen Sinn, ständig und, ne, aber eigentlich war ich angefixt, weil ich immer wieder mal meinem Vater eine Flasche Bier geklaut habe. So 12, 14, 15, 16 sowieso, mit 17. Ja, mit Vollrausch heimkommen, alles kein Thema. Aber als ich das Kiffen angefangen habe, da war es ja mein Vater komisch. Meine Mutter hat gleich so kein Problem.
Ihr ist es, sie findet es riecht gut, viel besser als den Schnaps und Gstingerten, was der Vater sauft. Also die war ja pro eingestellt, Mama. Ja, also André, ich bin deiner Meinung. Man muss nicht unbedingt jeden gleich behandeln mit einer Psychotherapie. Bei einigen reicht es einfach auch schon Abstand vom Markt zu kriegen, Abstand von den Drogen zu kriegen und nicht nur eine Venenkur zu machen, wie es viele machen, die halt reingehen, rausgehen, sondern tatsächlich, wenn man aufhören möchte, das dann auch als Chance zu begreifen, aber dann braucht man sich nicht so eine extreme Psychotherapie suchen, wenn man es selber begriffen hat. Die brauchst du nur, wenn du begriffen hast, dass du Probleme hast, die du alleine nicht bewältigen kannst. Wie zum Beispiel, wenn man gerade richtig drauf ist und einen Weg raus nicht findet. Dann brauchst du halt jemanden bei der Drogenberatung, der dabei Hilfestellung gibt, der das sagt, was du tun sollst, wie du das machen musst, wo du deinen Brief hinschreibst, wo du deinen Antrag stellen musst. Ja, woher soll man das alles wissen? Und ja, Berlin zum Beispiel, da gibt es auch noch eine Einrichtung, die heißt Synanon, die ist ultra streng und krass und hat einen ultra krassen Ruf, dass sie so hart ist. Aber du kannst da von heute auf morgen hingehen und dort deinen Entzug machen und dann einfach gleich da bleiben und deine Therapie machen. Du brauchst keine Kostenzusage, gar nichts. Ey, ich finde, dass das richtig coole Sache ist. Das Einzige, was mich damals abgehalten hat, dass man da halt auch keine Zigaretten rauchen darf. Und ich glaube, Kaffee ist das Einzige, was erlaubt ist. Und ja, das war mal zu hart. Ich war halt ein Nikotinabhängiger. Und darüber mal jetzt dann auch einmal ein Video. Bis dahin, peace out.